Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Weltenbaustelle. Auch diesmal wieder mit mir, Markus und Brigitte. Hallo. Diesmal wollen wir uns einem Thema widmen, was Worldbuilding ja natürlich ein bisschen ausmacht. Kontinente und Länder. Weil, wie das Wort Worldbuilding schon sagt, es ist der Weltenbau. Aber wir haben ja eigentlich die Welt schon erschaffen. Und jetzt brauchen wir noch die Landmassen dazu. Die Grundlage für das, wo unser Setting spielen wird. Ob Science Fiction oder nicht Science Fiction, das obliegt dann jedem natürlich selbst, in was für einem Thema, Genre er seine Geschichte schreibt. Also worauf sollte man zu Beginn eigentlich achten? Man sollte mal festlegen, wie genau man es machen möchte. Natürlich kann man Plattentektonik bauen mit einer eigenen Mechanik für die ganze Welt, aber es ist meistens nicht notwendig und sehr, sehr viel Arbeit, sich in das Thema richtig einzulesen. Und wenn man sich mit so viel Genauigkeit damit beschäftigt, wird die Möglichkeit größer, Worldbuilder-Theses zu entwickeln. Das haben wir in einer vorigen Folge bereits angesprochen. Wenn man sich mit Kleinigkeiten aufhält und die eigene Geschichte nicht vorantreiben möchte, will oder kann, indem dass man weiter die Welt ausbaut. Wir gehen jetzt mal stark davon aus, unsere Kontinente sind relevant für die Geschichte. Was wären denn dann gute Punkte, wo man ansetzen kann? Ein guter Punkt wäre, sich zu überlegen, wo soll meine Geschichte spielen? Was für ein Setting soll es ungefähr haben? In welchem Gelände soll die Geschichte spielen? In was für Klimazone? Kalter Norden, heißer Süden, Mittel. Genau. Und was da noch zu überlegen wäre, möchte man in seiner Geschichte eine Reise erzählen? Sprich, muss man mehrere Landschaften beschreiben oder nicht? Das hilft auch sehr, weil wenn sich jemand von einer Wüste in eine Eiswüste, also von einer normalen heißen Gegend, in ein Gebiet begibt, wo nur Eis und Schnee liegt, muss man mindestens mit 3 Klimazonen arbeiten. Das stimmt, ja. Man kommt vom einen Extrem ins andere Extrem und dazwischen ist ja auch was. Genau, man sollte nicht diesen abrupten Schnitt drinnen haben. Das heißt, man muss einen guten Übergang auch schaffen können. Meistens ist es ja realistischer, wenn ein Übergang vonstatten geht, außer man hätte jetzt zum Beispiel was Magisches. Ja, wie ein Portal zum Beispiel. Ein Portal oder eine Klimazone wird von Magie umgeben. Genau. Aber wir gehen jetzt einmal von einer realistischen Klimazonenaufteilung aus. Ja. Wie geht's dann weiter? Ja, man sollte sich eben anhand von diesen Überlegungen auch Gedanken darüber machen, wie groß dieser Kontinent sein soll, auf dem die Geschichte spielt. Und gegebenenfalls, wenn man eine Reise eben plant, wie viele Kontinente man benötigt. Gerne kann man sich dabei auch an der Erde orientieren, was einen diese Überlegungen etwas leichter machen und die Erschaffung von diesen Kontinenten leichter macht. Gerade wenn man eher akkurater arbeiten möchte und so realistisch wie möglich erschaffen möchte. Also, da wäre der Ansatz wieder work smart, not hard. Genau. Und ein Stilmittel, was dann auch noch möglich wäre, wäre eine Terra Incognita zu schaffen. Kannst du das bitte erklären? Was ist Terra Incognita? Terra Incognita heißt wortwörtlich unbekanntes Land. Und das kennt man vor allem auch von sehr vielen alten Karten aus der Renaissance und auch etwas früher. Das sind diese weißen Flecken auf der Landkarte. Länder, die noch nicht entdeckt worden sind. Also eigentlich ja, entdeckt sind sie ja, weil man weiß ja, dass sie da sind. Sie sind nur nicht erforscht worden. Nicht unbedingt. Es gibt auch diese errechneten Kontinente. Okay. Das heißt, man hat einen Mathematiker gehabt, der errechnet hat, es braucht einen Kontinent an einer bestimmten Stelle, um ein klassisches Beispiel ist der sogenannte Gegengewichtskontinent, wo Mathematiker herausgefunden haben, damit die Erde sich so bewegt, wie sie sich bewegt, muss an einer bestimmten Stelle ein Kontinent als Gegengewicht da sein. Das kommt zum Beispiel auch in der Scheibenwelt vor, das ist ganz lustig. Wollte ich gerade anmerken. Gibt es sonst noch was, auf was man braucht? Oder was Terra Incognita ausmacht? Ja, Terra Incognita hat viele Möglichkeiten. Zum Beispiel kann man so, wenn man sagt, es gibt da ein Land, aber da war noch nie jemand oder
Es ist noch keiner dort gewesen von den Charakteren, die man in der Geschichte benutzt. Gibt es einen die Möglichkeit, dass man das Setting anteasert, aber dann erst später bespielt? Sprich, wenn man einen Roman schreibt, dass es vielleicht etwas für den nächsten Teil wäre. Oder wenn man eine Geschichte für Rollenspieler schreibt, dass das für die nächste Kampagne interessant wird. Oder erst später in einem Abenteuer. Man kann dadurch durch die Terra Incognita auch das Zeitalter ein bisschen umreißen. Durch das das noch nicht alles entdeckt worden ist, gibt es alles so einen Hauch von Abenteuer. Die Charaktere oder Spieler wollen dann vielleicht auch diesen unbekannten Fleck auf der Landkarte entdecken. Oder man kann es auch als Unterschied zu den Kulturen sehen, weil manche Kulturen, ich nehme es jetzt unter Gänsefüßchen, weniger fortschrittlich bzw. weniger entwickelt sind, reisen die nicht so viel wie andere Kulturen und haben deswegen einen Fleck auf der Landkarte. Andere Kulturen wissen, was sich dort befindet, und man kann so auch eine Interaktion zwischen Charakteren bauen. Gibt sowas auch in Spielen? Oder wird es sicher geben, aber gibt es irgendwelche namhaften Beispiele, die man da nennen kann? Ganz klassisch wäre WoW, das hast du selber gespielt. Wo dann mit jeder Erweiterung einfach neues Land dazugekommen ist. Genau, ja. In dem Rollenspiel? Bei DSA wäre zum Beispiel das zu nennen. Man kennt natürlich Aventurien, wenn man DSA hat, aber es gibt auch in derselben Welt verschiedene Kontinente, die DSA nicht bespielt. Okay. Aber wie geht es denn dann weiter? Weil man will ja nicht, dass seine Kontinente leer sind, sondern da soll ja auch was drin vorkommen. Genau, man sollte sich dann überlegen, wir haben ja vorhin schon angesprochen mit den Klimazonen, wo ungefähr die Kontinente platziert werden sollten, damit man auch Landschaften erschaffen kann. Aber wenn man sich an der Erde orientiert, sollte man wahrscheinlich ja auch sagen, wie weit die auseinander sind, damit man ungefähr realistische Reisezeiten haben wird, Genau, wenn ja. die Reise das Relevante ist für die Geschichte. Genau, und die Klimazonen auch richtig einbauen kann. Und danach würde ich direkt mit den Gebirgen beginnen, weil es ein wirklich guter Ausgangspunkt ist für die Platzierung von Flüssen, Gewässern, Sümpfen und Wüsten. Gibt es sonst noch irgendwas, was markant wäre oder was markante Landschaftsmarker wären? Was auch wichtig sind, sind Gefälle oder Brüche in der Landschaft, Canyons und Plateaus in die Richtung. Alles, was Erhebungen und Tiefpunkte betrifft, weil durch diese kann man wirklich sehr gut, wie gesagt, die Gewässer platzieren. Man kann sich überlegen, wird sich ein natürliches Wetter dort fangen und eine besonders feuchte Gegend erschaffen, oder wird das Wasser abgehalten und erschafft eine Wüste auf der gegenüberliegenden Seite? Und diese Punkte dienen natürlich dann auch für spätere Länder als Grenzen. Das stimmt. Oder eben auch als andere Versammlungsstätte, weil sie so markant sind. Und was man auch nicht vergessen sollte, sind Inseln und Archipel einzufügen. Wenn sie für eine Geschichte relevant sind. Genau, oder wenn man einfach eine Landkarte dazu haben möchte, damit es möglichst natürlich aussieht. Was schlägst du vor? Was kann man dann aus diesen markanten Punkten noch so rauskitzeln? Naja, das haben wir vorhin gerade angesprochen. Man kann daraus richtig gut Grenzen machen. Natürliche Grenzen, was vor allem Flüsse oder Küstengebiete sind. Oder wenn es recht tiefe Canyons und Schluchten gibt, sind das auch immer sehr gute Grenzen. Was sonst noch? Man kann sich oft, wenn man sich damit beschäftigt, schon Gedanken über Details machen, die man dann später aufschreiben kann. Zum Beispiel, man macht eine Gebirgskette, die besonders hoch ist. Dadurch würde natürlich sich dort der Regen fangen und einen Dschungel erschaffen. Wenn man diesen Dschungel dort erschafft, fällt einem vielleicht schon etwas zu einer Kultur ein, die sich dort entwickelt hat. Und das kann man sich dann für spätere Sachen, wie zum Beispiel die Entwicklung von Kulturen oder Staaten oder Völkergruppen, schon einmal notieren, dass man genau an dieser Stelle zum Beispiel ein Volk wie die Azteken haben möchte.
was uns natürlich auch wieder zum nächsten Thema bringt. Das haben wir in der vorherigen Folge schon angesprochen. Wenn man an einem Thema arbeitet, hat man natürlich oft Inspirationen für weitere Themen. Und das wäre auch in diesem Fall so. Was könnte man denn aus diesem Thema noch rausholen, um damit weitere Personen zu füllen? Natürlich mein Herzensthema, Fantasy-Karten. Welche verschiedenen Typen es da gibt oder welche am besten zu deiner eigenen Welt passt. Was mir sonst noch einfallen würde, wäre einzelne Länder erstellen. Die bestehen meistens aus vielen kleinen Puzzleteilen. Und dann auch wahrscheinlich schon, wie wir vorhin angesprochen haben, besondere Orte, welchen Einfluss haben die gehabt? Genau, weil es ja nicht nur die Landschaft beeinflusst, sondern auch Kulturen oder bestimmte Tiere oder Pflanzen. Wenn man es wahrscheinlich mit der Welt, wie wir sie kennen, vergleicht, das wären dann so Orte wie Stonehenge, die Pyramiden. Ja, oder die Geysire im Yellowstone Park. Zum Beispiel, ja. Ja, vielleicht fällt euch noch etwas dazu ein. Dann würden wir uns über eure Ideen auch freuen. Wie jedes Mal zum Ende einer Folge, danke für eure Aufmerksamkeit. Danke fürs Zuhören. Wir haben uns sehr gefreut, dass ihr auch dieses Mal dabei wart. Wenn ihr uns Fragen, Anregungen oder Wünsche schicken wollt, könnt ihr das gerne mittlerweile nicht nur über unsere E-Mail-Adresse podcast@carabas-crafts.com machen, sondern auch über Instagram und Twitter, jeweils unter dem Handle Weltenbaustelle. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Bis zum nächsten Mal.